Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Und ich wollte jetzt mit der neuen Rüstung es nochmal versuchen, gegen unseren guten Freund den Eisdrachen anzutreten. Vorausgesetzt, wir überleben es, wir schaffen das. Ich werde vorher nochmal speichern, bevor wir da hingehen, ja. Und gucken, ob wir mit der neuen Rüstung es alleine gegen den schaffen. Ob wir besser gewappnet sind. Oder wir wieder Biff zu Hilfe holen müssten. Wir haben ja jetzt eine Möglichkeit, ihm einfach die Hälfte des Gewinns quasi zu geben. Vor allem, wir haben aber auch eine Karte. Ne, nicht die Karte. Wo war denn die Karte? Eine ganz besondere Karte hatten wir jetzt bekommen. Eine Nachricht. Landkarte Miental, die Höhlen von Korinnes. Hier, die Höhlen von Korinnes. Da sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Höhlen. Wenn ich mich nicht erzählt habe. Wo Dracheneier rein theoretisch sein könnten. Dass wir die alle auch nochmal abgehen. Das Wasser ist sehr laut. Vom Miental eine Höhlenkarte haben wir jetzt nicht, aber zumindest von Korinnes, dass wir die alle abgehen können. Und nach den Dracheneiern suchen. So, hier ist ja gar niemand mehr. Kein Ork, kein Echsenmensch, nur laute Geräusche. Sehr laute Geräusche, auf jeden Fall lauter als ich. Lauter als die Stimmen in meinem Kopf. Kann man eigentlich da hoch? Ich weiß es nicht. So. Hier sind Lurker. Ich höre die definitiv. Die sind da irgendwie drunter. Ich komme da nur nicht ran. Die Frage ist nur, wie komme ich an die ran? Und so, Silvio ist tot, den Schmarotzer, den will ich nicht. Da bin ich auch froh, dass der weg ist. Bulko habe ich aber am Leben gelassen, weil ich tatsächlich Mitleid mit ihm hatte. Und der war ja eigentlich auch, wenn man es genauer überlegt, auch nur ein Opfer von Silvio. Apropos, waren wir eigentlich hier oben schon? Gehen wir lieber zuerst hier, den Weg mal entlang. Da sind noch welche. Hier sind noch Gegner. Hier sind noch Erfahrungspunkte zu holen. So, dort nehmen wir alles mit. Wir waren hier oben noch nicht. Wie viel bräuchten wir für die nächste Stufe? Noch zu viel. Hier waren wir schon anscheinend. Kamen wir von einer anderen Richtung mal? Irgendwann? Ich erinnere mich nicht. Doch, ich glaube, wir kamen schon mal von der Richtung.
Wir kamen schon mal von hier. Frage ist, sind hier noch die Gegner da? War das vor dem Kapitelwechsel oder nach dem Kapitelwechsel? Anger? Hey, du. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob hier noch irgendwas ist, aber Anger war hier oder ist hier? Ich glaube, hier waren wir schon nach dem Kapitelwechsel. Hier ist ja nichts mehr. Nix und niemand. Außer die paar Pilze. Dann gehen wir mal wieder in Richtung Drachen. Den Eisdrachen. Den ah nein, warte, wir müssen ja vorher aufladen, das Ding hier. Da war ja was. Wo ist unsere Teleportationsmagie-Ding? So, nicht Mintal, Burg. Wir müssen ja das Auge Innos wieder auffüllen. So. Das Auge Innos wieder aufladen. So, haben wir ein, das zum Kloster, Dämonenturm. Ich glaube, das wäre der kürzeste Weg. Dahin uns porten. Ich glaube, hier dürfte aber nichts mehr sein, oder? Kein Gegner. Also, ich höre jetzt keinen Gegner, ich sehe auch keinen. Aber ich glaube, wenn wir von hier diesen Weg gehen, kommen wir am schnellsten Richtung Dingens. Zum Eisdrachen. Hier dürfte aber auch nirgendwo mehr jemand sein. Also an Gegnern haben wir alle wirklich schon erledigt. Ich will jetzt aber erstmal wirklich ausprobieren, ob wir in der Lage sind. Habe ich nicht gesagt, hier sind schon alle erledigt? Wo kommen die denn alle her? So, nochmal speichern. Holen wir uns den nächsten. Immerhin sind das wieder Erfahrungspunkte. Ich dachte, ich hätte hier alle schon erledigt. Und noch einmal speichern. Noch einmal speichern. Beziehungsweise hier müsste ich dann vielleicht doch mal ein bisschen Leben jetzt wieder aufladen.
So, ich esse mal die Pilze. So, Feuerwurzel, Feuerkraut. Weißt du was? Wir. Wir haben nicht mehr allzu viele Heiltränke. So, ich speichere das jetzt noch einmal. Wir müssen wirklich jetzt sparsam werden. Aber die ganzen Snapper, die will ich mir jetzt schnappen. Auch noch. So, hier habe ich den High Ground, das heißt, den kriege ich erledigt. So, und den letzten von denen hier oben. Von dem Rudel. Okay, wo genau sind wir auf der Map? Ah, okay. Hier in dem Bereich kurz vorm Drachen. Waren noch, also bei Xardas, ja. Waren noch ein paar Snapper. Drachensnapper. Komm, einer. Ja, komm. Ja. Gegen beide gleichzeitig will ich nicht. Das wäre jetzt ein bisschen doof dann. Obwohl zur Not, wir könnten ja bei Xardas pennen. Aber ich glaube, das wäre auch ein bisschen zu langweilig, aber na, wenn man nichts anderes hat, wenn man keine Heiltränke hat oder so zum Überleben, da bleibt einem dann noch viel übrig, ja? Wenn man sparen muss. Erstmal gucken, ob hier was? Yo, wo kam die? Warte mal, das. Wo? Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Ach nein, 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 nein. Das sind mir zu viele Drachensnapper.
Ich weiß, wo ich bin. Ich weiß, was ich machen muss. Ich weiß, die haben Paladine, die da drinnen waren und die ganzen Miner, die Orks haben das ja alles niedergemetzelt. Das ist ja heftig. Wir müssen einmal zu Xardas. Also zu seinem Turm. Und dort die mal ein bisschen dezimieren. Wir sind hier auch schon bei Tag 184. Wo kommen die beiden jetzt her? Ist das überhaupt der Weg zu Xardas? Den ich jetzt noch hier gehe? Ja. Aber ernsthaft, wo kommen die beiden her? Ich glaube, das mit den Heiltränken, das. Oder warte mal, doch. Müssen wir jetzt nehmen, um gegen den da anzukommen. So, ich guck mal, wie wir das hinkriegen. Hier drin hatte jetzt nichts gerespawnt, oder? Keine Minecrawler oder so? Ne, hier hat sich nichts gerespawnt. Okay, aber wir müssen wirklich definitiv zu der anderen Mine nochmal. Und vielleicht müssen wir dann Garen berichten, dass die Mine hinüber ist. Also die haben jetzt die zweite Mine gegen die Orks verloren. Ich glaube, das ist nicht der Weg zum Turm. Da ist wieder einer von den Viechern. Wo kommen die alle her wieder? Jetzt ernsthaft, wo kommen die alle her? Ich dachte, ich hätte hier schon längst alles sauber gemacht, aufgeräumt. Ich wollte eigentlich zu Xardas Turm und da pennen. Und mich aufladen. Von der Gesundheit her. Aber das sind dann wieder einiges an Erfahrungspunkten, die ich sammeln kann. Orks geben gut Erfahrungspunkte. Zwei Drachen haben wir erledigt. Wir haben eine mittlere Drachenjägerrüstung. Ich hoffe, wir kriegen noch eine schwere Drachenjägerrüstung. Aber warte mal, wenn es nur vier Drachen gibt und die mittlere schon 20 gekostet hat, kostet die schwere dann auch 20? Weil vier Drachenschuppen haben wir ja noch. Jemand hat sich nichts gerespawnt? Okay. Ah, Moment mal. Können wir hier hochklettern? Ja! Hoch. Gibt's hier oben noch was? Noch eine Blutfliege. Komm her.
Und ich dachte die ganze Zeit, man kann hier nicht hoch. Kann man hier hoch? Nein, das ist schon zu hoch. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt mal schlafen. Und sehen zu, dass wir da hinten mal die Orks und die Blutfliegen hier mal dezimieren. War ich hier nicht im Bett? Irgendwo bei Xardas? Hatte er kein Bett? Doch. So, bis zum nächsten Morgen. Also gehen wir mal wieder auf die Jagd, hier entlang. Können wir dann wirklich Garon davon berichten, dass die Mine wirklich hinüber ist? Ich hoffe. Das wären dann auch nochmal Erfahrungspunkte, oder? Also ich gehe von... Ja genau, da ist die Mine. Die quasi von den Orks jetzt übernommen wurde. Und es hat einen Vorteil, dass Xardas Turm ja gleich in der Nähe ist. Nur einen von euch, nur einen. Den kriegen wir aber auch. War das jetzt Bug-Using? Zählte das jetzt also Bug-Using, dass ich den erledigt habe? Oder wie ich das genutzt hat mit denen? So. Orks müssten noch hier sein, oder? Da kommt schon der nächste. Nicht auf den Sträfling, hallo. Nicht auf den Orkschamanen. Gut gemacht. Ein Drecksvieh weniger. Ja. Warte mal. Wenn du das essen müsstest, was sie uns zum Fraß vorwerfen, würdest du auch anfangen, über eine Revolte nachzudenken. Verprügeln. Da ist nichts zu holen. Verprügeln die erstmal die Orks hier. Das fand ich jetzt super. Ey, das war jetzt wirklich... Das war jetzt so genial, ey. Ich muss mal schauen, dass ich daraus irgendwie einen geilen Screenshot oder sowas mache. Das speichere ich. Also, dass ich das irgendwie ein geiles Bild von kriege. Grobe Kriegsaxt. So, die Paladine, die getötet haben, liegen nicht mehr. Da ist nichts zu holen. Schade, dass da nichts hat.
Das war jetzt gerade richtig geil. Fand's jetzt nur schade, dass die hier draußen waren, alle tot sind. Zu weit weg. Paladin Zweihänder. Ja, ich hätte ihn gerne gelootet. Noch eine Spitzhacke. Die haben hier draußen alle getötet. Ah, verdammt. Ja. Nice. Da brauchen die ja eh nicht mehr. Hier ist noch ein Zweihänder. Sträfling, 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 fett. Hey. Geht's dir gut? Geht's dir gut? Die Snapper haben sich anscheinend zurückgezogen, aber das heißt nichts. Die kommen wieder. Oder es kommen Wölfe. Oder Warane oder die Orks. Und über kurz oder lang werden sie uns erwischen und unsere toten Körper verspeisen. Ja, die Orks waren schon da. Das ist ja noch eine Spitzhacke. Schwere Orkhacks, die habe ich übersehen. Okay. Gibt es hier irgendwo noch einen Ork? Da hinten wahrscheinlich hier. Ja. Und ein Wag. Und da oben die Snapper. Ja, aber wir sind in der Lage, zwei Orks gleichzeitig jetzt umzulegen. Waffen. Liegen hier jetzt nicht, ne? Noch ein Wag. Okay, aber zur Orkstadt gibt es keinen Weg, oder? In die alte Orkstadt. Aber noch mehr Drachensnapper. Ja, gehen wir noch einmal zu Xardas Turm und dann kümmern wir uns um die Drachensnapper, die hier rumliegen. Rumliegen, sage ich jetzt auch noch. Die hier rumlaufen. Aber wir mussten jetzt weniger schlafen, sagen wir mal so, um uns aufzuladen, um wieder gesund zu werden. Und das heißt schon einiges, wenn wir weniger jetzt uns ins Bett bewegen müssen. Und ab ins Bett. Um die Snapper können wir uns noch in dieser Folge uns drum kümmern. Weil das waren jetzt 4 Snapper, die ich gesehen habe, die noch übrig sind. Die Truhe hatten wir, glaube ich, schon, oder? Ich glaube schon, dass wir die hatten. Nochmal zu looten würde gar keinen Sinn machen. Denn ich bezweifle, dass da nochmal irgendwas drin ist.
Okay, mit Maus kann ich auch schlagen, also mit Maustaste, linke Maustaste. Das wusste ich zum Beispiel jetzt bis gerade nicht. Ich probiere gerade auch ein bisschen was aus. Noch ein Dunkelpilz. So, und dann ab hier speichere ich. Weil da sind ja gleich drei Stück auf einen Fleck. Und es kann bei denen passieren, dass alle drei gleichzeitig kommen. Und dann will ich lieber nicht riskieren. Es wäre schön. Ja, nur einer, genau. Zwei könnten wir noch verhandeln, aber drei gleichzeitig wäre schwierig. Nochmal speichern. Der kommt. Ich find super, wie der jetzt hier rüber gedackelt kommt. Okay, der ist ein bisschen schwieriger gewesen. Aber den schaffen wir alleine. Sonst gab es hier oben jetzt nichts mehr. Das hatten wir ja schon mal gelootet. Genau, da ist nichts mehr. Und dann hätten wir da unten bei der in Richtung Aufstadt auch noch einen. Beziehungsweise unten kann man jetzt schlecht sagen, das ist ja eigentlich auf derselben Ebene. Ich hoffe, hier ist nur der eine. Was ist denn das da links? So. Da haben wir noch ein paar Pilze. Nice. Ork-Schamane. Urshak? Krotok, ja, wart! Warte, ich dich wiedererkennen. Du Freund Mensch, mit weicher Stimme. Freund töten bösen Dämon Krushak. Was machst du hier? Du hast einen merkwürdigen Zeitpunkt ausgesucht, mir über den Weg zu laufen. Fast hätte ich dich getötet. Was machst du hier? Urshak schauen über Land und sehen, was aus Land und mein Volk geworden. Warum greifen die Orks die Menschen an? Urshak immer sagen zu Volk der Orks, dass Menschen nicht böse und geben viele gute Freunde dort. Aber Schamanen nicht hören auf Urshak. Urshak immer noch in Ungnade bei meinem Volk. So Urshak auch nicht genau wissen, was ist großer Plan von Krieg gegen Menschen. Warum seid ihr auf einmal so viele? Orks kommen aus Bergen. Andere aber kamen mit Schiff und machten großen Zaun. Okay, was verbirgt sich hinter dem langen Orkzaun im Osten? Orks immer errichten großen Zaun und Heimatlager für Krieg. Zaun gut für Krieg. Verbergen Stärke von Ork-Armee und dienen als Schutz.
Was hast du jetzt vor? Was hast du jetzt vor? Urshak warten auf Ork Spätrup. Zu bringen Urshak zu Hoshpak. Wer ist Hoshpak? Sein sehr großer Schamane. Haben großen Einfluss auf Krieger und machen große Pläne für Orks. Ich glaube, den haben wir getötet. Wo finde ich diesen Hoshpak? Wo finde ich diesen Hoshpak? Haben Aussichtsplatz über Burg bei großen Vulkan. So Hoshpak kann kontrollieren Orkkrieger. Warum gehst du nicht zu ihm? Warum gehst du nicht zu ihm? Urshak immer wieder versuchen zu bekommen, wieder Würde und alten Platz im Rat der Schamane. Aber bis heute Hoshpak nicht erhören Urshak. Orks töten Urshak, wenn sehen ohne Spätrum. Urshak müssen sprechen mit Hoshpak. Vielleicht haben Glück heute. Hoshpak ist tot. Hoshpak ist tot. Hoshpak tot? Rushasho. Mein Herz tragen schwere Last. Urshak niemals vergessen großen Ork. Gegeben Urshak Würde von Schaman. Ich verstehe. Hoshpak war dein Mentor. Urshak muss nun tragen Bürde der Trauer und bringen Hoshpak letzte Ehre. Urshak müssen gehen. Freund, besser gehen über Pass. Hier zu gefährlich. Urshak traurig, wenn Freund Mensch auch sterben. Freund, besser gehen jetzt über Pass. Ey. Freund, besser gehen jetzt über Pass. Ja, okay. Aber das fand ich jetzt nice, dass wir Urshak wieder getroffen sind. Ich hab mich richtig gefreut innerlich gerade. Wo ist eigentlich sein anderer Freund hier? Wie hieß er nochmal? Tarok oder so ähnlich? Sehen wir ihn auch wieder? Ich würde mich freuen, wenn wir den auch wiedersehen. So, wir sind aber jetzt eigentlich von dem, was wir ursprünglich machen wollten, abgekommen. Ich wollte eigentlich diese Folge gegen den Eisdrachen nochmal antreten. Jetzt sind wir ganz weit davon abgedriftet. Ja, ich würde aber einmal hier mit Garund reden wollen. Hier bezüglich der einen Dingens. Wo kommt Urshak jetzt? Nö. Ich rede nochmal mit Garund und dann lege ich mich hier auch gleich schlafen irgendwo. Das ist eine schlimme Sache. Apropos, warte mal. Nicht, wie sehr sie sich versündigen. Oh, nur noch 1300 Punkte. Das ist doch alles nur Gerede. Es gibt doch nur noch mehr. Was hat er da vorher gemacht? 1300 Punkte, dann hätten wir wieder mehr Lernpunkte. Was hätte ich dir vorher sagen können? Garund. Wegen der Drachen? Ich habe Neuigkeiten über die Drachen. Berichte! Ich habe den Drachen im Sumpf östlich von hier getötet. Der Feuerdrache auf dem Vulkan im Süden wird keinen Schaden mehr anrichten. Das sind gute Neuigkeiten. Hier, ich gebe dir etwas Geld für deine Ausrüstung. Hat es inzwischen wieder Angriffe der Drachen gegeben? Zum Glück nicht. Im Moment halten sie sich zurück. Okay, ich konnte nur wegen den Drachen berichten. Kann ich noch irgendwen davon berichten? Ich müsste, hier, Orik. Brauchen wir Informationen über die Drachen? Ich brauche mehr Informationen über die Drachen. Ich habe das Gefühl, dass ich noch nicht alle Drachen erwischt habe. Vielleicht habe ich noch etwas übersehen. Es gibt da eine Felsenfestung im Süden, noch weit hinter dem Vulkan. Unsere Späher haben berichtet, dass die Festung schwer bewacht ist. Vielleicht verbirgt sich dort einer von ihnen. Hinterm Vulkan? Also doch Lesters Hütte, oder wie? Und sonst? Und sonst? Ach, lass mich in Ruhe. Okay, der will nichts. Mit wem kann ich noch reden? Wegen der Drachen? Ich würde jetzt einmal mit jedem einmal quatschen wollen. Das sind Erfahrungspunkte, hallo?
So, Waffenknecht, Waffenknecht, mit den kann ich reden. Er hatte das nicht. Waffenknecht, Waffenknecht. Gerold. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Waffenknecht. So, Brutus. Hey, du. Geht's dir gut? Geht's dir gut? Und du bist sicher, dass die Fleischmanzen weg sind? Da ist gerade eine hinter dir. Was? Oh, ich hau ab. Was? Oh, dann der nimm. Wie geil. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. War doch klar. Okay, geil. Der haut ab. Ich kann es nicht glauben. Haut er von mir ab, oder wie? Das ist doch alles nur Gerede. So. Beton, hey. Kann ich mit dem reden? Ich hab da meine eigene Meinung. Nee. Verkaufen. Waffenknecht, Ritter, Kirillov. Man darf halt nicht alles glauben. Einer, ich will Finderlohn für deinen Geldbeutel. Ich will Finderlohn für deinen Geldbeutel. Du kannst wohl ein paar aufs Maul haben. Was? Aufhören! Gott, sofort! Jetzt wird's lustig. Alarm! Was? Was ist mit dem los? Ich hoffe. Warte mal. Ich speichere mal hier auf die 2. So. Du schon wieder. Nichts zu holen. Soll er hier bei den Orks bleiben? Jetzt kriege ich dich. Wollt ihr wohl damit aufhören? Da ist nichts zu. So, ich hoffe, die da oben lassen mich jetzt alle in Ruhe. Was? Was will der jetzt? Gold, das ist schon mal meins. Den hau ich jetzt aufs Maul. Weil der hier mein Gold geklaut hat. Kann ich eben gucken, wie viel Gold ich habe? Noch? Der hat mir alles genommen. Dieser Mistkerl. So, das war meins. Mistkerl. So, und Kirillov soll bitte draußen bleiben, weil er mir aus dem Maul hauen wollte. Inos leuchtet all denen, die seine Weisheit erkennen. Man darf halt nicht alles glauben, was man nicht weiß. So, dann gehen wir jetzt nochmal pennen. So, und dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Ich würde jetzt vielleicht lieber nochmal in Richtung Minental gehen. Und von da aus. Ich dachte schon, jemand greift mich hier. Ich dachte schon, einer greift mich jetzt an. So, wir gehen aber dann hier in der nächsten Folge Richtung Minental. Nicht Minental, Corinnes zurück. Bevor wir hier den nächsten Drachen erledigen. Vielleicht können wir irgendwem nochmal berichten, dass wir 2 Drachen erledigt haben. Von 4. Weil wirklich, wir haben jetzt erfahren, irgendwo südlich vom Vulkan ist ja noch eins. Frage ist nur wo. Und wir haben doch, glaube ich, auch noch irgendwo, okay, das Drachenherz haben wir jetzt verbraucht, glaube ich, oder? Haben wir das verbraucht? Ja, ich glaube schon. Ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir mal weiter und sehen zu, dass, ich glaube, Kirillov ist ja wieder da, ne? Der ist wieder da. Wie viel fehlt noch für die nächste? 200 Punkte. Ja, dann beende ich jetzt einfach mal die Folge. Dann gehen wir Richtung Corinnes in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.